Ganze ins Positiv enden zu lassen. Das heißt, Sie selbst ziehen auch ein bisschen Blut aus dieser Geschichte? Absolut. Ich bin sehr leicht, das ist wie so ein Stein, der auch runterfällt, wenn man das jetzt auch beobachtet und irgendwo denkt, oh Gott, was passiert jetzt hier wieder, und wieder ein Prozess. Und deswegen großen Mut, großen Dank an Herrn Koch auch für diesen Mut, Ehrlichkeit und Wahrheit. Ja, dann bin ich super dankbar. Ich bin fast auch ein bisschen emotional. Also ich habe ganz viel positive Energie in dieses Verfahren, weil wir einfach so viel in die Person gesammelt haben, was wir dann in geballter Ladung sozusagen präsentieren dürfen. Und ich denke, dass das Gericht das einfach ja, alles wieder durch diese neuen Erkenntnisse, die wir haben. Und ja, unseren Wissensstand haben wir natürlich erweitert in jeglicher Hinsicht. Also wir waren alle erstmal erschrocken, dass jetzt irgendwo diese Anklage stattgefunden hat. Wir haben das natürlich auch besprochen. Er ist im Hintergrund, kann das natürlich nicht live verfolgen. Ich werde sicherlich mit ihm später telefonieren, das berichten, dass es jetzt diesen Freispruch gab. Und er hofft natürlich auch, dann positiv ins Nächste zu kommen.